Was bisher geschah in Age of Empires Divinity Edition. Was er hier lang gehen, aber da ist Wald. Hallo Molly. Willst du wieder kuscheln kommen, ja Mäuschen? Hoff mal, da haben wir noch feindliches Gefolge. Was geht ab, meine Freunde, und herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires Divinity Edition. Ja, wir sind, wir machen mal die Spielgeschwindigkeit auf sehr schnell, damit die Jungs hier sich mal ein bisschen schneller bewegen. Weil wir immer noch den lieben Kassos suchen, wir ihn immer noch nicht gefunden haben. Denn wir sollen Kassos zerstören. Aber wenn wir den nicht finden. Der macht tatsächlich unsere ganzen Einheiten Spott. Egal. So. So, der Grotto Kassos muss doch jetzt hier irgendwo zu finden sein. So, da ist ein Dorfzentrum. Fünf Dorfbewohner nichts zu tun haben. Oder Stein oder so. So. Nee, das ist ja eher in unsere Richtung. Da ist er eigentlich nicht. Da oben haben wir gerade noch einen Soldaten gefunden. Da ist noch ein... Junge, Alter, wo ist der sich denn versteckt, ey? Okay, da ist schon was angehört. Okay, wir greifen jetzt da oben an. Okay. Das gibt's ja nicht. Steckt der Kerl sich? Da hat sich noch einer versteckt. Okay. Komm jetzt von da, die ganze Zeit soll da. Frag mich ernsthaft, wo der sich noch versteckt. Weil ich habe keine Einheiten, keine Gruppen, keine Dorfbewohner, nichts mehr von ihm zu sehen. Aber wer kann mich die ganze Zeit angreifen? Frage ich mich ja ernsthaft, wo er sich denn dann noch verstecken würde. Da kommt ja der nächste. Ah, super! Wow! Er hatte nur Einheiten. Entgegen aller Erwartungen haben sie die römischen Legionen besiegt und Crassus, Roms reichsten Mann, in die Schranken gewiesen. Nachdem nun Roms große Sklavenbevölkerung offen rebelliert
wird sich die Stadt ihrer Armee ergeben müssen. Sie haben nicht nur die Freiheit für sich selbst gewonnen, Spartacus, sondern für Zehntausende. Kaiser Valerian befindet sich nach seiner Niederlage bei Edessa in einem persischen Gefängnis. Sein Sohn und Nachfolger Gallienus bekämpft Revolten in Ägypten und Gallien. Das Imperium befindet sich in Aufruhr. Die persischen Horden setzen ihren Marsch in Richtung Westen fort und nähern sich dem ihnen untergebenen Königreich von Palmyra. Der Kaiser betraut sie, Odaenathus, König von Palmyra, damit, Rom zu dienen, indem sie die Perser besiegen. Vertreiben sie die Perser aus Syrien, bringen sie den Krieg in deren Städte und sie werden zum Imperator Orientis, Befehlshaber des Ostens, ernannt. Odaenathus, Herr von Palmyra, da werden wir jetzt, das ist unser nächster Befehlshaber, den verkörpern wir jetzt. Spieleinstellungen. Normal. Danke. So, erstmal Holz. So, ihr beide dahin. So, ihr beide dahin. Geht da. Was geht da ab? Da ist eine Lagergrube. Okay. Ja, erstmal. Wir sind Palmyra, das heißt, wir können, müssen eigentlich auf die letzten Türme gehen können. Kornspeicher. Da. Ja, wir können aufs Geschützturm gehen. Ja, Elefanten. Schwere Bogenschützen. So. Zerstören Sie Persia. Okay. Okay, da kommen wir schon mal nicht weit. Junge, Persien hat sich aber schon sehr. So, da haben wir Gold und Stein. Okay. Bogenschütze will sich mit Dings anlegen, okay. Kamelreiter. Ich lock grad hier mit einem Speer. Da hat er überhaupt keine Chance gehabt. So. Yuri Ombis, Tadai, Zokanta. So. Oklema, Alamas, Alamas, Darwini, Alamas. Wie sieht denn das hier mit einem Hafen aus? Wenn wir hier einen Hafen bauen, das ist nur ein kleiner Tümpel, dann bringt das nichts. Nein, das ist nur ein kleiner Tempel. Alamas. Das wäre Verschwendung. Gut. Greif den an! Gut.
Na gut, aber wir haben große Posten für die, für die Dorfbewohner, ne? Wir müssen 75 Nahrung haben. Kannst du gerne noch einen Turm hinbauen? Wundert mich, dass wir da vorne so ein, ja, wie soll ich sagen, so weit den Außenposten sozusagen haben. So, jetzt gehst du erstmal da hin erkunden. So. Dann hätte ich gerne meine Bogenschießanlage. Ja. Okay, berittene Bogenschützen kriegen wir jetzt in Eisenzeit. Das heißt, wir brauchen jetzt Nahrung und Gold. Kantar. Das heißt, du könntest mir... Nee, könnt ihr nicht. Du könntest mir ein Regierungsgebäude bauen. So, das läuft schon mal so. Der ist jetzt hier. Baut er da schon? Junge. Mir geht es darum, dass ich jetzt gleich... dass ihr jetzt hier ein Dorfzentrum bauen könnt. Dann muss ich nicht die Leute ständig zu euch hochschicken. So, wie sieht das hier? Ist das auch wieder nur ein Tümpel oder ist das mal was Größeres hier? Das war auch wieder aus wie ein Tümpel. Wenn wir jetzt wieder angegriffen. Alamas. Alamas.
Kann die da schon berittene Bogenschützen? Ich werde nicht mehr. Okay. Okay. Das ist mies. Regierungsgebäude haben wir. Auch drei Dorfbewohner. Wir haben ja auch ein bisschen Steine und Gold hier. Ja, nee, jetzt habe ich nicht auf mein Speer geachtet. Na super. Die Jungs werden noch nicht geärgert. Ja. Okay. Außenposten können wir nicht wirklich halten. Das ist jetzt ein bisschen mies, so. So, da vorne müssen wir ein bisschen schneller bewegen, ja. Ich habe jetzt nur meine Dorfbewohner gekillt, ne? Ja. Hier ist weg. Aber sonst werden wir jetzt gerade nirgends angegriffen. So, du kannst da ein paar Häuser bauen, fällt mir gerade ein. Ambis. So. Okay, also das meine ich bitte machen. Kann ich jetzt nicht beschützen. Da bin ich noch relativ. Ah, wir haben Katapult, ja. Wir haben Streitwagen, das bringt mir aber nichts. Wir haben Wagenschützen, das wäre schon was anderes. Sensenstreit waren. Ja, ja, ich weiß. Hochadel. Du hast nichts zu tun. Dann gehen wir eben. Und du baust mir hier noch einen Turm hin.
brauchen wir nämlich noch ein bisschen. Ach, das ist ja kaputt jetzt. Hier mich auch schon. So, was kannst du denn jetzt an? Aber das werde ich nicht überleben. Ne? Gut. Läuft ja schon mal noch ein bisschen. So, das Gebäude zerstören wir ja noch, dann haben wir ja schon mal ein bisschen noch von nichts zu tun. Gut, das ist schon mal weg, das ist selber. Kommt ihr wieder mal hinter die Mauern? Wo oh, diese verdammten Dorfbewohner. Und greift die da an. Kommt mal näher. Und Kamelreiter warten schon auf euch. Die haben nämlich. Die kommen nämlich hauptsächlich mit Pferdeeinheiten. Dann. Wollten wir mal Kamelreiter kommen, ne? Aber erst brauchen müssen wir die. Genau, so. Das noch eben. So, und dann werden wir mit Kamelreitern kommen. Weil das ist. So. Oh. Und die dran. Sehr schön, gut. Also, meine Freunde, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann sind wir in der Eisenzeit. Dann werden wir berittene Bogenschützen haben. Aber die Kamelreiter sind eigentlich relativ sehr gut. Da er dauerhaft mit Pferdeeinheiten angreift, kann man eigentlich relativ gut dagegen wirken. Mit unseren Kamelreitern. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Jetzt könnt ihr gerne einmal da oben euch die letzte Folge vom Hauptprojekt anschauen, von Gothic 2, die Nacht des Raben. Und natürlich könnt ihr hier links von mir euch die Playlist euch anschauen von Age of Empires die Divinity Edition, wenn ihr euch noch was nachschauen möchtet. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüttele, haut rein, ich bin der Herzog. Dann.